Wenn du dich einmal umschaust, dann wirst du Menschen auf der einen Seite sehen, die von einem Erfolg zum nächsten Erfolg gehen, und da gibt es auf der anderen Seite Menschen, die eher weniger oder sogar gar keine Erfolge haben. Und ich werde in diesem Video aufzeigen, womit es zusammenhängt und was du auch konkret anders machen kannst, dass du zu denen gehörst, die von Erfolg zu Erfolg gehen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer, Unternehmensberater, sondern auch Coach und Trainer und begleite Menschen dabei, dass sie ihre Erfolge erreichen. Die Frage ist natürlich nur, was bedeutet Erfolg, auch für dich? Der eine will eine neue Sprache lernen, der nächste will Karriere machen, der nächste seine Selbstständigkeit erfolgreich gründen und der andere wiederum Instrumente lernen. Entscheidend ist also beim Erfolg, dass du dir auch genaue Ziele gesetzt hast, und wenn du die erreichst, wenn du dich erfolgreich auf den Weg machst, diese zu erreichen, dann spricht man auch von einem erfolgreichen Menschen. Nur wir schauen jetzt hinein, was die anders machen, die von einem Erfolg zum nächsten Erfolg unterwegs sind. Damit du also auch zu den Menschen gehörst, die von Erfolg zu Erfolg gehen, zeige ich dir anhand eines Negativbeispiels einen der größten Fehler, den viele Menschen machen. Und diesen Fehler haben auch André und Birgit gemacht. Doch was genau haben André und Birgit jetzt falsch gemacht? Denn auf den ersten Blick haben die umstehenden Personen den Eindruck, dass es sich hierbei um eine glückliche, erfolgreiche Familie handelt. Denn beide haben zum Beginn ihrer Ehe und Beziehung sich zum Ziel gesetzt, ein großes Haus zu bauen, Autos zu kaufen, ein großes und ein kleines, und auch Kinder in die Welt zu setzen. Und so arbeiten sie Jahr für Jahr und jetzt auch Jahrzehnt für Jahrzehnt auf ihr 20-Jahres-Ziel zu. Eigentlich könnten sich jetzt André und Birgit hinsetzen und ein Häkchen machen, denn das große Haus ist gebaut, die sind erfolgreich eingezogen, ihr Fuhrpark steht vor der Tür, ein großes und ein kleines Auto, und auch die Kinder sind da und spielen im Garten. Und trotzdem sind beide auf dem Weg zum Rechtsanwalt, um die Scheidung einzureichen. Was ist jetzt hier schiefgelaufen? Ganz am Anfang ihrer Beziehung, da war ihre Motivation auf 100%, sich gemeinsam auf gemeinsam gesetzte Ziele in der Zukunft auszurichten. Deshalb war der Alltag auch geprägt von Enthusiasmus, von Freude, von Begeisterung, und beide sind gemeinsam in die gleiche Richtung gegangen. Doch was ist nun passiert, je näher André und Birgit ihrem gemeinsamen Ziel näher gekommen sind? Jahr für Jahr, Monat für Monat war die Motivation auf dem absteigenden Ast, denn das Ziel kam näher und konnte eines Tages abgehakt werden. Und was dann bei Paaren passiert oder auch bei dir alleine im Leben passiert, ist, dass dann André sich ein ganz anderes Ziel gesetzt hat als Birgit. Also gehen ab diesem Tag ganz schleichend, ohne dass es bewusst ausgesprochen wurde, beide unterschiedliche Wege. Oder André bleibt stehen und Birgit sucht sich ganz motiviert eine neue berufliche Herausforderung und entwickelt sich persönlich weiter, und auch dann ist die Beziehung am Ende. Was können wir nun aus diesem Beziehungsfiasko, aus dieser Scheidung heraus, die heute immer häufiger stattfindet, lernen? Tatsache ist, dass Menschen am Anfang gemeinsam motiviert, erfolgreich an ihrem Leben arbeiten, solange sie sich ein Ziel gesetzt haben. Und in Paaren ist es häufig so, dass sich verpasst wird, ein neues Ziel zu setzen, mit dem Ergebnis, dass der eine stehen bleibt, der andere sich weiterentwickelt oder beide in unterschiedliche Richtungen gehen. Und das Gleiche gilt auch für dich. Das heißt, du setzt dir ein Ziel, bist erfolgreich, freust dich über den Erfolg, aber verpasst es dir, ein neues, sinnvolles Ziel zu setzen. Und diese Erkenntnis, diese Beobachtung, die du vielleicht in deinem Umfeld auch schon gemacht hast, lässt sich in einem Zitat wunderbar zusammenfassen. Der größte Feind deines Erfolges von morgen ist dein Erfolg von heute. Das, was also erfolgreiche Menschen anders machen, ist auch genau das, was die Beziehung von André und Birgit gerettet hätten. Sie beide hätten sich nämlich nach 5 oder 10 Jahren erneut hinsetzen müssen, oder vielleicht sogar auf jährlicher Basis, um neue Ziele nach dem Haus, nach dem Autos und auch nach den Kindern zu setzen. Und das ist, was jeder erfolgreiche Mensch macht. Er hat einen lebenslangen Plan, wo Ziel nach Ziel nach Ziel aufgereiht ist, sodass er niemals in die Situation kommt, dass die Motivation, die Richtung oder auch die Inspiration auf Null heruntergeht. Wenn du also ganz sicher gehen willst, dass du niemals an Zielen leerläufst, dann lade ich dich ein, nicht nur lebenslänglich dir Ziele zu setzen, was die meisten leider nur im beruflichen Sektor, wenn überhaupt, machen, sondern ich lade dich ein, dein gesamtes Leben mal zu unterteilen nach Lebensbereichen. Die meisten Menschen haben 5, 7 oder 10 Lebensbereiche. Und wenn du dir deine Lebensbereiche schriftlich bewusst machst, dann lade ich dich ein, als nächstes dort Ziele zu setzen. Und zwar nicht nur für dieses Jahr, nicht nur für nächstes Jahr, sondern vielleicht für die nächsten 3, 5 oder 7 Jahre. Und die richtig erfolgreichen Menschen haben in der Regel lebenslange Ziele für alle Bereiche.
Wenn du also 10 Lebensbereiche hast oder 7 und du setzt dir jeweils 5 bis 10 Ziele, dann hast du ruckzuck 70 Ziele und die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass du dich verläufst oder dass du leerläufst an Motivation. Du merkst also, egal, ob du alleine als Einzelperson erfolgreich sein willst oder im Paar, in deiner Beziehung, in deiner Ehe oder in deiner Firma, in deinem Team, mit deinen Geschäftspartnern, was du brauchst und was dir hilft, Kurs zu halten, sind gemeinsam gesetzte Ziele. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, lade ich dich gerne ein, jetzt Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater und Coaches helfen dir gerne bundesweit dabei, deine Ziele sinnvoll zu setzen, vor allen Dingen auch im beruflichen und im geschäftlichen Bereich. Unser kostenfreies Erstgespräch kannst du über den Link unterhalb des Videos finden. Aber vergiss bitte nicht, das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat und unseren Kanal zu abonnieren. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dass du auch zu den Menschen gehörst, die lebenslänglich von Erfolg zu Erfolg gehen und zwar nicht nur in einem Lebensbereich, sondern möglichst in allen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.